runtergegangen ist. Und das wird er hier jetzt auch tun. Und wir müssen eben gucken, dass wir möglichst flott da die Beine in die Hand nehmen, das K verpasst haben. Und ja, möglichst flott hier durch das ganze Level laufen. So, der müsste gleich auch hinterherkommen. Jo, der geht diesmal hoch. Der geht an der Decke, der kommt nicht wieder runter auf den Teppich. So, das ist natürlich jetzt Hinweis Nummer 25. Beziehungsweise Trick 17, um irgendwas gut zu verstecken. So ein richtiger Pfeil aus Bananen. Ne? Also ich lege da auch einen Pfeil aus Bananen. Einfach so zum Spaß. Die bedeuten bei mir überhaupt nichts. Was ich mich schon immer gefragt habe übrigens, ist hier... Also auch bei Mario, aber vor allem auch hier bei Donkey Kong. Wie schaffen es diese Bananen, in der Luft zu bleiben? So, komm, Kollege. Scheiße, ich muss ihn einsammeln. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, das ist das Problem, wenn man diese Bonus-Level hier auch wirklich spielt, dann kommt man immer in die Gefahr, in diese Zusatz-Bonus-Level zu müssen. Ich meine, man kommt ja nicht raus, ne? Ich kann ja nicht einfach sagen, komm, ich scheiß jetzt drauf. Ich muss ja wirklich sagen, okay, komm, ich mach das jetzt. Ich sammle jetzt schon mal die Leben, wenn ich jetzt eh schon da bin, ne? Kann ich die Leben auch gleich einsammeln. Es lag gerade so ein bisschen, meine Güte. Nervennudel hier, ne? Aber das Level haben wir auch souveränst gemeistert. Und können gleich mal ein Ründchen speichern gehen. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt einfach in einem Stück durchzocke. Also es ist kurz vor 11 gerade bei mir. Abends. Ich bin auch wach. Trinke auch Cola, bleibe ich wach. Affenbande. So, das nächste Level. Und hier wirklich mal ein sehr interessantes Level übrigens. Ne? Oh, das passt mal auf. Einmal dagegen und los geht's. Denn hier kämpfen wir das erste Mal auch gegen andere Affen. Ne? Mhm. Werden jetzt manche sagen, mhm. Oh fuck, werde ich jetzt sagen. Oh fuck. Und also hier kann das echt ziemlich in die Hose gehen mit nur einem Kong. Mhm. Da unten erstmal lang. Also die Klapptraps besiegen. Muss nicht zwingend sein. Kann man aber machen. Und ich muss jetzt einmal kurz überlegen. Weißt du was? Ich fliege jetzt einfach schon mal zurück. Denn in diesem Level, das zeige ich jetzt einfach mal, muss man weit zurück. Dadam, dadam. So ziemlich an Anfang wieder. Um alle Bonuslevel zu finden. Ist natürlich für Speedruns immer richtig scheiße. So, einmal vom Strauß wieder runter. Wir können also auch absteigen, ja. Und jetzt von hier an. Zack, 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 und wir haben es geschafft. Mit letzter Not. So. Was steht hier? Wink. Wink. Wink Y. Winky natürlich. Oh scheiße, jetzt kriegen wir den. Achso, den hatten wir doch überhaupt nicht. Also nee, komm, Rambi will ich jetzt nicht. Also jetzt sind wir weitergegangen, ne? Ich weiß nicht, bis wohin. Also Winky kann ich euch ja gerne nochmal zeigen. Na, warte mal, war das jetzt gerade ein Fehler? Das schon? Hier seht ihr Monkey Kong. Der heißt Monkey Kong. Und kann ganz Monkey sein. Nicht zu verwechseln mit Mandy Kong. Ne? So, und ihr seht übrigens, Expresso kann über so kleine Gegner einfach galant rüberlaufen. Oh, fuck you, you piece of bullshit. Ah, fuck. Ja, vielleicht kriegen wir nochmal wieder. Genau, hier ist der Mittelpunkt. Mhm. Nee, wir kriegen ihn nicht wieder. So eine Scheiße aber auch. Naja. Ich glaube, wir brauchen ihn jetzt auch für die weiteren Level gar nicht mehr.
mal kurz überlegen, ne? Aladam, dadadadam. So, dich töte ich. Dich töte ich auch. Ach komm, ey, Alter, du bist für mich doch eine Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn jetzt gebraucht hätten. Ach, egal, ich renne jetzt einfach hier ein bisschen durch. Hundchen Speedrun. Ne? Oh, ja. Es gibt noch zwei andere Bonuslevel hier. Ach, und nochmal ein Expresso der Strauß. Ja, wunderbar. So schön. Nochmal ein extra Leben geholt und zack und raus. So. Ach genau, ja, ihr habt es ja schon gemerkt, aber die tierischen Helfer können wir nicht in neue Level mitnehmen. So, Marktauster. Ein neues Unterwasserlevel. Ich muss eins ganz ehrlich sagen. Ich glaube, von allen 2D-Games, die ich kenne, hat Donkey Kong Country die beste Unterwassersteuerung. So, erstmal ein K und ja, Ungard ist natürlich immer ein ganz riesiger Pluspunkt, denn der ist einfach speziell für Wasserlevel designt worden, ne? Das ist einfach extrem geil. Und man hat einfach auch eine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Das ist bei diesen älteren Spielen, auch bei Mario zum Beispiel. Also gut, wenn man eine Feuerblume hat, ne, oder ein Cape, dann geht's. Aber an sich, wenn man das nicht hat, hat man keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Obwohl ich meine Möglichkeit, mich zu verteidigen, auch gerade verspielt habe. Ich kann mal gucken, ob er noch da ist. Irgendwo. Sieht aber eher finster aus. Gut, dann werde ich mal versuchen, ob ich auch so da durchkomme. Mal gucken, ob ich hier hoch kann. Ja. Gut, das ging alles noch gut. So, jetzt hier lang. Okay. Ja, ihr seht also, diese Austern sind hier das Gimmick des Levels. Diese Muschelgegner. So. Die wieder geholt zur Reserve. Wow. Wow, wow. Ja, die schießen eben immer in regelmäßigen Abständen ihre Perlen los. Und die tun natürlich weh. Und deswegen müssen wir denen also ausweichen. Wow. So, ne? Nein, scheiße. Oh, oh, Verzeihung, ans Mikro dran gekommen. Ja, ne? Diese doofen Haifische. Der Haifisch, der hat Tränen und die laufen vom Gesicht. Doch der Haifisch lebt im Wasser. So, die Tränen sieht man nicht. Und meine Haare sind gerade ein bisschen störend im Weg. So. Wieder etwas besser. Doch, den kann ich euch zeigen. Verdammt. Obwohl eigentlich auch ganz in Ordnung. Wow. Ah, ich habe noch kein Leben verloren, ja? Möchte ich hier mal festhalten. Wow, fuck. Your mother. Wow, your mother. Oh, fick dich, ich habe ihn nicht berührt. Ey, haben wir einen Schluck getrunken und weiter geht's, ne? So. Oh, schieß. Ja, los, gib's mir. So. Wow, hier runter weg. Ah, gut. Reserve. Reserve. Wow, 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 wow. Na gut, ja, die Kombo-Stamm haben wir schon eingesammelt. Dann gibt es die jetzt erstmal nicht mehr. Weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwann respawnen, wenn man das Level nochmal anfängt. Ich meine ja. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. So. Na, dann hier oben lang. Ja, da hätte ich noch das hier machen müssen und wäre fertig gewesen. Doof, ne? Wenn man so vom letzten wirklichen Hindernis einfach noch stirbt. So, und jetzt kommen wir zu Bumblebee Rumble. Rumble. Ich hasse dieses Rumble. Ja. Na, wow. Fuck you. Mit Didi ist das irgendwie ein bisschen scheiße. Merke ich gerade. Mit Donkey geht es auf jeden Fall in der Ecke leichter, deswegen nehme ich den jetzt auch einfach mal. Da können wir uns einfach hinstellen, warten, dass das Viech ankommt. Wie blöd. So. Komm. Ich wollte übrigens gerade nicht versuchen, mich umzubringen. Ich wollte wirklich gucken, ob ich darüber springen kann. Und es ruckelt ein wenig.
Aber es geht meistens. Also meistens ist es ja relativ flüssig eigentlich, was ich hier so aufnehme, finde ich. Bisher zumindest, ne? Bisher gibt es keine Probleme. Großartig. Yo, oh, den haben wir schon besiegt. Hab ich jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, wie oft ich ihn überhaupt getroffen habe. Ich dachte, der kann auch mehr. So, Gorilla-Gletscher und danach kommen noch... Also, jetzt kommen noch drei Welten. Und danach... kommt der Endgegner. Mal schauen. Es ist 11 Uhr, meine Herren, ey, komm. Schneefassgletscher. Oh ja, das Level kenne ich nur zu gut. Achtet übrigens mal auf den Hintergrund und generell darauf, was in dem Level hier so abgeht. Oh ja, eine Winky-Statue, die habe ich doch gern. Da kann ich euch das noch zeigen und dann habe ich es mit diesen scheiß dummen Statuen auch irgendjemand hinter mir. Hier. Hm? Ey, oh, jetzt ist der, hat er erst das zweite von links berührt. Und ich wollte aber da wirklich das ganz linke berühren. Mhm, mhm. Ich werde aber noch verarscht hier. So. Dafür jetzt hier das extra Leben abgestaubt. Ey, ich lasse mich ja voll verarschen von hier so einem, von so einem Game hier. Meine Güte, ne? So. Mhm. Okay. Oh, fuck you. Und hier lang. Das ist auch wieder eins von diesen Fass-Leveln. Wow. Jetzt hat's gerade geleckt, wie scheiße. Tut mir leid. Kann ich nichts für. Oh. Fidibus. Okay, nochmal. Schneefassgletscher. So, komm. Na? Komm, 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 komm. Bin ich schon mal gestorben vorher? Ich meine nicht. Kann ich mir nachher nochmal ansehen. Das ist das Schöne daran, das aufzunehmen. Diesmal ist, glaube ich, hier. Was? Ey, ihr Nutten. Ihr kleinen Nutten. Ach, mir reicht's hier mit euch. So, ich mache jetzt, was ich will. Hier ruf und immer hier ruf. Hm? Das habe ich auch. Genau. Auf, fick dich und deine Oma. Aber ich will nicht wirklich, dass irgendjemand seine Großmutter fickt, ne? Außer natürlich Fresh Lee auf dem Album Großmutterficker. Ja, ich bin Fan. So. Das noch? Ja, also an diesen Schrägen auf die Gegner draufspringen kann tödlich sein, wie ihr gesehen habt. Wow. Das leckt gerade so ein bisschen. Also ihr seht übrigens gerade, ja, im Hintergrund baut sich jetzt so nach und nach ein Schneesturm auf. So, das war ein Crusher. Gibt übrigens noch eine weitere Form von Crushern, die wir überhaupt nicht besiegen können. Außer durch Fässer. Ne, also da kann auch Donkey Kong draufspringen. Die lachen sich da einen ab, du. Ich kann mal kurz gucken. Jo. Jo. Ihr seht, die lachen so behämmert. Wow. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Und die Sicht verschwimmt immer mehr. Der Schnee takes over the world. Und wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen. Wow, das war knapp. Das war echt knapp, du. So, einmal da lang. Wir haben übrigens gerade ein Bonuslevel verpasst. Und die Flocken werden immer dicker und... Boah, wir sehen teilweise schon wirklich die Kristalle so groß in die Dinger. Ja, das ist schon wirklich nur noch... Ja. Wow, und das wird jetzt gefährlich mit den Lags hier. Okay, das war Glück. Das N haben wir auch verpasst. Es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht, weil man doch ganz gerne mal so eine Millisekunde zu früh oder zu spät drückt. Und gerade diese Schräge, das kann ich immer nicht ab, muss ich sagen. So. Jetzt bin ich in der heißen Phase des Levels. Und glaub mir, dieses Level hat mich teilweise schon Nerven wie sonst was gekostet, aber ich hab's geschafft. Herrlich.